Heute sprechen wir über die Top 5 Männerdüfte zum Verschenken. Also erstmal, wir waren gestern in der Parfümerie, haben uns noch ein bisschen inspirieren lassen und haben jetzt eine Auswahl gemacht von Top 5 Düften zum Verschenken, wenn man mal irgendwie auf den Schlauch steht und nicht weiß, was man verschenken soll für den Duft. Ja, vor allem auch Parfums, die auch immer gehen. Also nicht unbedingt Klassiker, aber Parfums, die gut, wie nennt man das, gut ankommen bei den Männern. Einfach die einfach gut ankommen. Die einfach gut riechen. Wenn wir was anderes rausrufen würden, wäre es auch schlecht gewesen. Ja. Starten wir mit meinem absoluten Lieblingsduft. Ja, kann man auch ganz klar dran erkennen, denn ich habe den noch nicht mal vor einem Jahr bekommen und hier ist fast nichts mehr drin. Er ist dein Lieblingsduft, weil ich ihn dir geschenkt habe. Auch, ja, weil du ihn gerne an mir riechst. Ja. Es ist Terre d'Hermès und ich mag den Duft wirklich sehr dolle. Und gestern in der Parfümerie war eine Frau da, die hat halt überlegt, ob sie den Duft ihrem Mann kaufen soll oder nicht. Und ich stand daneben und die war so am Hin und Her, am Hadern und wusste nicht, soll ich ihn kaufen, soll ich nicht. Ich habe gesagt, kauf diesen Duft, denn dein Mann wird diesen Duft lieben. Es ist ein sehr markanter Duft, ein sehr starker Duft. Ja. Holzig-erdig. Holzig-erdig, ja, passt zu mir, ein bodenständiger Typ. Nee, aber ein sehr kräftiger Duft auch, ein sehr markanter Duft, ein sehr männlicher Duft, den ich definitiv empfehlen kann. Gerade für die Männer, die, sag ich mal so, schon ein bisschen reifer sind. Ich will es jetzt keinem Jugendlichen in die Hand drücken, keinen 18-, 19-Jährigen. Aber so Ende 20 kann man den, glaube ich, anfangen zu tragen. Ja, so ab Mitte 25. Ab da ist man, denke ich mal... Mann genug? Mann genug, Mann nein, genug. Nicht Mann, Mann genug. Mann aber genug. Es ist schon ein sehr starker... Wirklich, also der Duft allein hat schon Präsenz. Also wenn Daniel in den Raum betritt, dann riecht man ihn auch. Also es kommt ja nicht wegen dem Duft. Ja. Ich hoffe doch wegen dem Duft. Nein, also man riecht es schon, es ist ein sehr besonderer Duft. Ich glaube, für Jüngere ist der ein bisschen zu stark. Und ja, aber ansonsten, ich würde den schon fast als Klassiker bezeichnen. Also man kann den schon... Was heißt Klassiker? Wir haben gesehen, den gibt es noch nicht ganz so lange. Ja, aber er wird mal ein Klassiker werden. Definitiv, definitiv. Also, Daniel, du trägst den ja auch im Alltag. Ja. Es ist jetzt auch kein Duft, den man nur, ich sag jetzt mal, für spezielle Anlässe sich aufhebt. Man muss aber ein Typ dafür sein, diesen Duft tragen zu können und ein Typ dafür sein, den auch alltäglich tragen zu können. Sagen wir es mal so. Check ihn einfach aus. By the way, wir verlinken auch alle Düfte unten in der Infobox, sofern wir die mit gefunden haben. Machen wir weiter mit dem zweiten Duft, weil sonst dauert das zu lange. Zweiter Duft ist Tom Ford. Oud Wood. Tom Ford Oud Wood, genau. Oud Wood. Ein... Darf ich ganz kurz was sagen? Ja. Er riecht einfach nach Holz. Also, Holz. Man kann es runterbrechen. Ja. Wir haben auch extra gegoogelt, um das ein bisschen klarer definieren zu können und vielleicht irgendwie was anderes zu finden. Aber da sind so viele verschiedene Holzdüfte drin. Also man kann es grob zusammenfassen. Es ist ein Holz. Holziger Duft. So früher beim Fußball wurde ich immer Holzfuß genannt. Ja? Also passt zu mir. Weil du so gut warst oder weil du schlecht warst? War ich sehr gut. aber Holz passt, ein holziger Duft, ist ein richtig, richtig, richtig nicer Duft, muss ich sagen. Den wünsche ich mir jetzt auch zum Weihnachten. Es ist wer Holzdüfte mag, ja, ist damit definitiv richtig gut bedient. Ist ein sehr, ein Duft, der sehr lange hält, ja, weil halt auch Oud mit drin ist. Also wenn du den morgens aufträgst, ja, dann weißt du, dass du den abends auch noch riechst, definitiv. Ist bei Terre d'Hermès übrigens auch so. Also von daher, wenn du ein holziger Typ bist, ja, das holzig magst, dann ist das eine richtig gute Alternative. Holziger Typ. Ich stelle mir gerade vor, wie sieht ein holziger Typ aus? Holzfäller, Bart, lange Haare. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ein sehr holziger Duft, der aber nicht zu schwer ist. Der ist eigentlich zum... Leichter als der Hermès-Duft. Ja. Also der ist ein bisschen sanfter auch. Also es ist auch super angenehm, auch im Alltag. Hat auch einen hohen Wiedererkennungswert, aber nicht, weil er so stark ist, sondern weil er einfach speziell riecht. Also ich glaube, man kann den auch kaum mit irgendeinem anderen Duft vergleichen. Ist schwierig. Also was allerdings aber nicht so cool ist bei dem Duft ist, dass er sehr teuer ist. Ich glaube, der Kosten, ich weiß nicht, wie teuer der war, der ist auf jeden Fall teuer. Der ist nicht so ganz günstig. Wer es nicht so holzig mag, sondern eher vielleicht die Ledervariante haben möchte, kann alternativ zum Beispiel zu Tom Ford Oud Wood den Tom Ford Ombre Leather nehmen. Der ist zum Beispiel, er geht eher in die Lederrichtung. Der riecht nach Leder. Ganz einfach gesagt. Aber es ist ein schöner Duft. Machen wir weiter mit dem dritten Duft. Da haben wir uns für Chanel Egoist entschieden. Und zwar der mit der silbernen Kappe. Ich glaube, da gibt es auch nochmal verschiedene Richtungen. Das ist ja der Klassiker jetzt. Ja. Die Definition von dem Duft ist würzig, holzig. Ich würde sogar sagen, würzig überwiegt. Und er ist frisch. Also es ist ein ganz interessanter Duft, weil am Anfang riecht er wirklich so ein bisschen würzig, also sehr speziell. Aber ich glaube, da ist Mandarine oder irgendwas anderes Frisches noch drin, was es dann nochmal so ein bisschen wirklich frischer macht und ein bisschen auch alltagstauglicher. Also ich würde ihn als klassisch sportlich eleganten
Duft? Duft definieren, ja. Also ich habe so definiert. Wenn du beim Fußball der Zehner bist, ja, dann ist das dein Duft. Denn es ist was Frisches drin, was Leichtes drin. Ja. Ein Zehner braucht natürlich auch Leichtigkeit, er ist Spielmacher, er muss auch leicht auf den Füßen sein. Aber es ist trotzdem eine gewisse Männlichkeit drin und eine gewisse Charakterstärke drin. Die muss man natürlich auch als Zehner haben. Also wenn du als Zehner spielst bei deinem Fußballverein, dann ist das dein Duft. Aber mal ganz kurz, ja. Das Chanel Louis, Altersklasse? Kann man auch schon jünger sein, oder? Da kann man jünger sein. Ich denke mal so, ab Anfang 20 kann man den Safe tragen. Ja, schon. Ab Anfang 20, wenn du ein Zehner bist. Nur dann, sonst nicht. Next one. Der vierte Duft. Da, den haben wir sogar hier. Das ist der neue Sommerlieblingsduft von Daniel. Und zwar ist das der Prada-Duft. Ich glaube, die Reihe ist ziemlich groß. Also Prada, ich weiß, dass die auch für Damen haben. Die gibt es in verschiedenen Farben. Je nachdem, welche Farbe man will, hat man natürlich auch einen anderen Duft. Und auch vor allem eine andere Stärke. Aber der Duft ist top für den Sommer. Top. Einfach. Ja, wie riecht der top? Frisch. ist ein frischer Duft. Wenn du auf dem Segelturn bist, wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ist ein schöner Sommertag, du gehst ein bisschen segeln oder bist auf dem Boot unterwegs, ein leichtes Getränk, eine Weinscholle trinkst und dann diesen Duft trägst. Top. Also, wenn du auf leichte, frische, sommerliche Düfte stehst, beziehungsweise dein Freund oder dein Mann oder der Beschenkte, der so einen Duft bekommen soll, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Duft. Was man noch ergänzen kann, ist, er ist pudrig. Also, er ist nicht ganz frisch, also es riecht nicht nach Zitrone oder, also... Mhm. Ist leicht. Das ist leicht pudrig frisch. Und ich glaube, jedermann könnte ihn tragen, egal wie alt man ist. Apropos, auch als ein Jugendlicher, Erwachsener, ja. Also... Apropos jedermann, ja, da sind wir gleichzeitig auch schon beim letzten Duft angekommen. Und zwar bei dem Duft, mit dem wirklich jedermann was anfangen kann, zu 100%. Daniel wollte ihn unbedingt... Musste in diesem Video mit drin sein. Die Rede ist von Hugo Boss Bottled. Und ich sage das auch nicht nur aus dem Grund, weil das wahrscheinlich für 10 Jahre der einzige Duft war, den ich getragen habe, neben Jules Sanderson. Jules Sanderson hat es nicht geschafft. Nee, aber... Könnte man als Alternative dazu nehmen, aber Hugo Boss Bottled ist so ein Duft, da kann jedermann was mit anfangen. Denn du kannst diesen Duft zur Arbeit tragen im Büro, du kannst ihn zum Date tragen, du kannst ihn eigentlich immer tragen, diesen Duft. Wenn du zum Beispiel eine Dame bist, ja, ein Mädel und du willst jemanden beschenken und du weißt überhaupt nicht, was er für einen Duftgeschmack hat, ja, dann kannst du Hugo Boss Bottled wählen, weil den kann man immer verschenken. Ja. Dazu muss man sagen, der ist recht süß, finde ich. Er ist süß? Also das muss man auf jeden Fall, da gibt es mittlerweile, glaube ich, wirklich ziemlich viele Abwandlungen von, ja. Die nochmal entweder ein bisschen frischer oder nochmal süßer, also so da in dem Boss Bottled Genre gibt es so verschiedene, aber der klassische ist, finde ich, recht süß. Das ist auch so eine Sache, die man... Ja, hast du recht, aber süß und gleichzeitig auch frisch, denn dieser Duft, also der Duft wurde auf Grundlage eines Apfelstrudels kreiert. Also die Rezeptur des Hugo Boss Bottled. Der Apfelstrudel mag, der... Nee, tatsächlich. Das ist tatsächlich so. Ich habe ja so eine Roadshow mit Hugo Boss gemacht und da haben die mir das erklärt. Und zwar ist es so, dass da Zimt, Apfel und Vanille mit drin ist als Duftnote und das eigentlich die Inspiration war, diesen Duft zu kreieren. Und tatsächlich, ja, viele Männer mögen anscheinend einen Apfelstrudel. Also der ist ein Duft, den kann man immer verschenken. Und welcher Fußballer würde den also tragen? Kann ich jetzt nicht sagen, weil so viele Fußballer... Die Mannschaft. Genau, die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft. Commercial-Duft, ja. Die ganze Mannschaft kann diesen Duft tragen. Ja, das passt ganz gut. Also generell, wenn du Fußball spielst, ist das ein Duft. Wenn du die 10 bist, dann darfst du... Ja, ist man auch ein bisschen extra. Genau, dann darfst du den anderen nehmen. Aber gut, ich hoffe, dass wir euch mit diesem Video ein bisschen Inspiration geben konnten, was das Thema Parfüms zum Verschenken angeht. Und gerade für, ich glaube, Frauen da draußen. Ja, also wenn du jetzt Mann bist. Ja, Männer kennen sich mit ihren eigenen Parfums natürlich ein bisschen besser aus als Frauen mit Männerparfums, genauso wie auch andersrum. Also hast du recht? Ich denke mal, das Video ist vor allem für Damen, die ihre Männer gerne beschenken würden. Und die Männer machen das einfach so, die teilen einfach dieses Video mit ihren Damen ganz unauffällig und dann wissen sie ganz genau, alles klar, ich kriege ein Parfüm zu Weihnachten geschenkt. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.